Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Heute gibt's meine Rezension zum zweiten Miss Murphy Band Ruhe in Sätzen von Rita May Brown und Snaky Pie Brown. Ja. Es ist Herbst geworden in Crossett, Virginia. Als ein neuer Mitbewohner einzieht. Und zwar das Model Blair Bainbridge. Ein Mann, der wie alle in Crossett finden, umwerfend aussieht. Miranda Hoggendubber macht sich daher sofort an die Arbeit, sofort daran, ihn mit der Posthalterin Harry Harrison zu verkuppeln. Da ist sie nicht die Einzige. Aber indes passiert natürlich wieder mal ein Mordfall in Crossett. Denn Titaka, Harrys Corgi-Hündin, gräbt an einem Regentag eine abgehackte Hand an einem Bachufer aus. Und sie und Miss Murphy wissen sofort, da stimmt was nicht, denn die Menschen legen ihre Toten doch normalerweise in Kisten. Mühsam wie so oft gelingt es ihnen, Harry zum Fundort der Hand zu lotsen. Bald darauf tauchen nach und nach auch die restlichen Leichenteile noch auf. Aber kann es Zufall sein, dass Blair Bainbridge, der Neuzugang in Crossett, früher mal verheiratet war und seine erste Frau auch ermordet und zerstückelt wurde? Kann das Zufall sein? Aber auch so gibt's in Crossett wieder genug zu quatschen. Denn Little Marilyn, die Tochter der Queen von Crossett quasi, hat ja geheiratet. Wie gesagt, da gibt's natürlich auch wieder viel Klatsch im Postamt. Das Buch war sehr, sehr spannend geschrieben und nahm ein für mich doch überraschendes Ende. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem die Geschehnisse in der Halloween-Nacht waren super, super spannend dargestellt. Aber was da in dieser Halloween-Nacht genau passiert ist, das dürft ihr auch selber lesen. Und diese Spannung will ich euch jetzt noch nicht nehmen. Fazit: wieder ein super, super spannend und lustig geschriebener Miss Murphy-Band. Momentan bin ich schon am Lesen am Band 3, Mord in Monticello, was mir bis jetzt aber nicht so gefällt. Aber dazu in der nächsten Rezension dann mehr. Also bis dann, Maya 3007.